Ich bin aus dem Hasenbergel, 45. Ghettos, Ghetto-Kids und sowas. Ein normaler Ort, außer die Jugendlichen sind halt ein wenig schlimmer und so weiter. Und es gibt sehr viele Ausländer. Oder an Silvester, wir alle zusammen feiern und so. Das ist gut. Ja, mir gefällt sehr gut. Ja, weil wenn man was einkaufen will, geht man gleich nieder, hat man was zum Essen. Da muss man nicht so laufen, gehen, fahren. In Hasenberg, was macht man da? Da gibt es schon viele, sag mal, Freizeitheim oder so, kann man sich treffen und so. Ja, von daher kann man hier in Hasenberg viel machen. Na, eigentlich nichts, ist halt schön hier. Hasenberg zum Beispiel ist besser als Neuperlach. Also hier ist schön, weil hier ist viel Natur, halt zum Beispiel der Park und so. Die Leute sind hier jetzt auch nicht so aggressiv und so. Bei manchen Tagen schon so richtig gut, aber nicht so paradiesmäßig. Und an manchen halt auch richtig schlecht, aber nicht Hölle. Viele Schläger und so weiter. Vor allem Campus, wie ich schon erwähnt hatte. Nachteile. Ja, manche sagen Hasenberg. Aber Hasenberg ist gar nicht so schlimm. Hasenberg ist ein cooler Gegend. Ja. Nein, ich will hier bleiben, natürlich. Hier ist meine Gegend. So, für mich ist es Paradies, aber für andere Menschen ist es Hölle. Was mich hier hält. Hasenberg zieht mich an. Ja, Hölle halt einfach. Weil schon viele schlimme Sachen passiert sind. Wenn du drin wohnst, ist eigentlich ganz normal. Ich finde jetzt da nichts Schlimmes dabei. Nein, Hölle jetzt nicht so unbedingt, aber es sind halt schon schlimme Sachen passiert. Ja. Keine Ahnung. Mittendrin so mit Jugendlichen, die sich einfach aufmucken. Die Läden sind alle in der Nähe. Dann kannst du viele Freunde da suchen. Ja, mei, bin ich halt öfters draußen mit Freunden. Mein Internetcafé überall da. Verschiedene Orte. Was da fehlt? Keine Ahnung, nichts eigentlich. Ja, mir gefällt es da einfach. Ja, das Hasenberg ist, wie soll ich sagen, so eine Clique. Jeder mit jedem befreundet ist und alle zusammenhalten. Ja, Hölle im Hasenberg sind zum Beispiel Schlägereien. Hasenberg ist ja, einerseits wiederum gut und einerseits wieder schlecht. Ist ein gemischter Ort, manchmal ruhig, manchmal laut, aber man kann hier schon wohnen.